Grundsätzlich streben wir ein organerhaltendes Vorgehen an und wir versuchen auf laparoskopischem Wege, das heißt mit Hilfe der Schlüssellochchirurgie, selbst Tumore bis zu einer Größe von 6 bis 8 cm ohne Verlust an Nierengewebe oder nur mit minimalem Verlust von Nierengewebe zu entfernen. Dies macht im Vergleich zur kompletten Nierenentfernung im onkologischen Outcome keinen Unterschied für den Patienten, erhält ihm aber Erhebliches an Lebensqualität. Solange der Tumor lokal, das heißt auf die Prostata, begrenzt ist, versuchen wir, den Krebs komplett mit der gesamten Drüse zu entfernen. Hierbei spielt vor allen Dingen der Erhalt der sogenannten Gefäßnervenbündel eine wichtige Rolle, die für die Erektion des Mannes verantwortlich sind. Haben wir hingegen bei einem älteren oder auch bei einem jüngeren Patienten ein organüberschreitendes oder metastasiertes Stadium der Erkrankung vorliegen, dann kommt eine multimodale Therapie zum Einsatz. Das heißt, wir tauschen uns mit anderen Fachdisziplinen wie zum Beispiel der Strahlentherapie aus, um für den Patienten ein optimales Therapiekonzept zu erstellen. Dies findet dann im stationären, aber auch im ambulanten Setting statt. Im Gegensatz zu den anderen Tumoren im urologischen Fachgebiet treten die Erkrankungen, die bösartigen Erkrankungen des Hodens, überwiegend bei jungen Männern zwischen 15 und 35 Lebensjahren auf. Hierbei ist es besonders wichtig, dass der Tumor früh erkannt wird und hier spielt die Selbstuntersuchung eine ganz wichtige Rolle. Wird ein solcher Tumor festgestellt, dann sollte umgehend eine konsequente Therapie, meist mit Entfernung des Hodens, erfolgen. Im Nachgang ist dann festzustellen, ob bereits Metastasen vorhanden sind, die beim Hodentumor sehr frühzeitig auftreten können. Es muss dann eine konsequente Weiterbehandlung mit Chemotherapie, manchmal auch mit Strahlentherapie erfolgen. Und dann können wir Heilungsraten von annähernd 100% erzielen. Erfolgt dies nicht, dann nimmt die Krebserkrankung einen fatalen Verlauf für unsere jungen Patienten.